Hallo Camper, für uns geht es weiter von Cipiona nach Mazaron. Guten Morgen, liebe Leute. Wir grüßen euch immer noch aus Scipiona. Heute ist Ende, also es ist jetzt Ende Februar und wir wollen weiter, weil wir ja morgen einen Termin in Mazaron haben, in Area Mazaron. Ja, von hier aus ist zu sagen, es war schönes Wetter die ganzen Tage. Mit unseren Bekannten haben wir ein paar schöne Tage verbracht, die hier stehen. Die stehen noch bis April hier und fahren dann erst weiter. Und der Platz ist in Ordnung, ganz gut, ne? Ja, und Neues gibt es dann erst aus Mazaron. Bis dann. Tschüss. Ich parke rückwärts aus dabei, hab dann noch mal einen Blick in die Parzelle, die wir in Cipiona hatten. Es geht jetzt erst noch mal auf die Entsorgung. Das ist nach kurzem erledigt und dann verlassen wir den Platz Siesta della Gaviota. Wir fahren nicht so, wie wir gekommen sind. Warum? Konntet ihr ja in dem Video sehen, was ich zur Anfahrt gemacht hatte. Wir fahren jetzt also rechts runter. Da hat man jetzt gegenüber der Ein- und Ausfahrt zum Platz auch ein entsprechendes Schild aufgestellt. Ja, unsere Strecke. Wir hatten uns ausgesucht, dass wir nicht nur Autobahn fahren, sondern auch über Land. Im Nachhinein muss ich sagen, es war landschaftlich ja ganz schön, aber es war auch anstrengend und ehrlich gesagt, ich würde es nicht wieder machen. Das ist jetzt dieser Streckenverlauf, der über Land ging. Das Graue, was ihr seht, das wäre die Autobahn gewesen. Umweg ungefähr 40 Kilometer. Ich würde ihn das nächste Mal jedenfalls machen. Hier ein paar Aufnahmen vom Streckenverlauf. Lässt sich eigentlich gut fahren, aber ist dennoch mit so einem großen Wohnmobil etwas anstrengend. Zumal man auch unterwegs auf über 80 Kilometer nicht eine einzige Möglichkeit hatte, mal anzuhalten. Und abfahren von dieser Landstraße wollte ich nicht. Dann hätte ich zu irgendeiner Ortschaft abbiegen müssen. Und hier in dem alten Spanien weiß man ja nicht, auf was man da kommt. Hinterher sitze ich da und muss sehen, wie ich wieder zurückkomme auf diese gut ausgebaute Straße. Naja, unsere Strecke führte uns dann über die in Grün. A384, dann ging es wieder auf die Autobahn, das ist die A92, die dann übergeht in die A92N. Hier sind wir jetzt bei der Ausfahrt 277, das ist eine Tankstelle, dahinter ist zu sehen ein Hotelbetrieb und da gibt es einen sehr großen Parkplatz. Da haben wir uns dann hingestellt, das sollte unser Etappenziel sein und wir wollten nur da übernachten und nächsten Morgen auch gleich wieder losfahren. Wir waren dann auch in dem Hotel, haben eine Kleinigkeit gegessen. Die Küche ist zweigeteilt in Anführungsstrichen. Wir waren im einfachen Bereich, es gibt aber auch noch einen Restaurantbereich, der zu dem Hotel gehört. Wir haben übernachtet. Ja, in der Nacht hatten sich leider Kühlaggregate dazugesellt. Das war für Silvia nicht schön. Mir persönlich ist das egal, wenn ich mich hinlege. Das ist wie mit dem Lichtschalter. An oder aus. Dazwischen gibt es nichts. So, am nächsten Morgen ging es weiter in Richtung Murcia, halten wir uns auf der A92N, die dann auch in die A7 übergeht. Dann kommen wir zur Abfahrt in Richtung Mazaron unterwegs. Ihr könnt es sehen, landschaftlich ist es unterschiedlich. Es wurde natürlich nach dem Grünen im Süden wieder karger. Jetzt sind wir schon an dem ersten Kreisel, auf den wir zukommen, in der Nähe von Mazaron. Man sieht es, diese Kreisverkehre, die funktionieren.
auch bei stärkerem Verkehr funktionieren die, weil die entsprechend groß sind. Bei uns in Deutschland wird ja minimalistisch gedacht und dann wundern sie sich, dass ein Kreisverkehr nur eine bestimmte Menge an Fahrzeugen aufnehmen kann und danach nicht mehr funktioniert. Sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. So, wir durchfahren mehrere von diesen Kreisverkehren und der Aria Camper Mazaron liegt zwischen Mazaron und dem Hafen Mazaron. Hier ist die Einfahrt. Es ist an einer BP-Tankstelle ganz kurz davor. Für mich war das jetzt ein bisschen unübersichtlich, weil es auf der Fahrbahn keine Markierungen gab. Ich hatte anfangs den Eindruck, dass das alles zur Tankstelle gehörte. Aber das ist nicht an dem. Aber auch kein Problem. Ich bin weitergefahren, bis zum nächsten Kreisel zurückgekommen. Habe dann auch doch die Tankstelle genutzt und dort getankt. Diese hier ist noch mit Bedienung und was man hier rechts sieht, da gibt es auch Gasflaschen von Repsol, die haben sich anscheinend auf uns Camper eingestellt. Ich konnte so das Angebot auch noch nutzen, war zwischendurch mal hin, die Gasflasche tauschen. Ich habe ja eine spanische 11-Kilo-Flasche, die kostete dort an der Tankstelle 15,55 €. So, jetzt geht's ja aber um den Platz, den wir aufsuchen. Das ist, hatte ich schon mal gesagt, Aria Camper Mazaron. Das hier ist die Zufahrt. Draußen. Leider war das Schild weg, als ich es fotografieren wollte. Da war fest angenietet ein Schild, wo drauf stand Completo. Hier nochmal ein kurzes Bild, wie man fahren sollte, was ich ja nicht gemacht habe. Da ist die Anmeldung. Wir hatten schon im Januar eine Reservierung veranlasst. Die Öffnungszeit, ja, 9:10 Uhr, muss man auch erstmal drauf kommen. Und hier sind die Tarife für verschiedene Dinge. Hier der Lageplan des Campingplatzes. Die blauen, das sind die kleineren Plätze. Was man in Gelb gesehen hat, das sind Plätze, die sind nicht geschottert. Das ist auf geteerter Decke. Hat auch nicht unbedingt einen Stromanschluss. Muss man gucken, wie man da klarkommt. Wir hatten einen normalen Platz. Man konnte sehen, ausreichend groß. Wir hatten also einen mit, ich möchte mal sagen, der hat ungefähr 12 Meter Tiefe und na 7, 7,5 Meter in der Breite, so dass wir da gut drauf passten. Hier mal eine Aufnahme von einem von den sehr großen Plätzen. Und das ist eine Aufnahme im Hintergrund. Da sieht man Fahrzeuge stehen, die auf geteerter Fläche stehen. Das sind dann die preisgünstigen. Die waren auf dem Lageplan in Gelb markiert. Wir haben dann Ute und Hartmut aufgesucht. Die hatten ihren Stellplatz etwas höher. Das ist schon eine von den erweiterten Flächen. Es sind große Plätze. Kann man ja hier gut erkennen. Zum Stellplatz gehört ja die Ver- und Entsorgung. Durch die Erweiterung liegt das manchmal ungünstig. Und hier kann man das bei dem Morello sehen. Die haben sich erstmal einige Meter blauen Schlauch noch gekauft, damit sie dann den Entsorgungspunkt erreichen konnten. Hier ist die offizielle Entsorgungsstelle. Es sind 6 Stück, die zeitlich reguliert sind, wie man hier sieht, 8 bis 14 Uhr. Links hat man dann die Möglichkeit, die Kassette zu entleeren. Da gibt es also auch, wie man sieht, mehrere hintereinander und überall auf dem Platz hat man diese Schilder. Es gibt auf dem Platz mehrere Möglichkeiten, sein Geschirr zu spülen. Hier war eine größere Anlage und es gibt an mehreren Stellen diese Grillstationen. In dieser Halle befinden sich hier vorne Restaurantbereich. Da kann man auch einiges an Kleinigkeiten kaufen. Auch das Brot kann man dort bekommen ab 7:30 Uhr. Aber auch andere Artikel, die man vielleicht eben braucht.
Hier ein kleiner Überblick zum Sortiment. Speisekarten gibt es auch in Deutsch. Ich hatte jetzt eben nur mal eine englische erwischt. Man kann sich hier auch Bücher ausleihen, um zu lesen. Und in einem Bereich gibt es dieses Freizeitangebot Dart und Billard. In diese Halle hineingebaut sind auch die Toiletten und Duschen. Die Duschen sind extrem groß, habe ich noch nie gesehen. Jede Dusche ist so groß, wie diese Bilder es zeigen. Zum Duschen für warmes Wasser 1 Euro auf 6 Minuten. Da kann man ja wohl nichts zu sagen. Hier auch nochmal separate Toiletten. Zusätzliche Waschbecken sind auch vorhanden. Kommen wir zum Waschsalon. Der ist nur geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Die Zeiten, ich weiß nicht, warum die da sind. Es würde also die Entfernung dieser Schließzeiten die ganze Sache da entkrampfen. Es haben sich doch ganz schöne Staus gebildet. Und ich glaube, es gibt auch hier und da vielleicht eine Reiberei, weil der Platz ist ja nun sehr groß und dann diese Einschränkung, das passt irgendwie nicht. Kommen wir zum Freizeitbereich. Hier haben wir gesehen 3 Buhlbahnen. Es gibt einen Bereich mit Spielgeräten. Und in der Mitte gibt es dann nochmal hier so einen Außenbarbereich, wo man auch das Angebot des Restaurants nutzen konnte. Gleich nebenan haben wir die Poollandschaft. Es ist immer gut und kurz gemäht, der Rasen, Kunstrasen. Aber es ist ein flauschiger, es ist also nicht kratzig, es ist also ruhig, doch angenehm unter den Füßen. Silvia hat die Anlage mehrfach genutzt. März, Montag, Mittag, ja, es ist, glaube, 12 Uhr. Ich liege hier schön am Pool, andere auch. Und lass es mir gut gehen, hoffentlich. Schmelzer da zu Hause auch weg jetzt, soll ja auch wärmer werden bei euch. Ja, so hier ist noch zu sagen, war ganz gut. Hat uns Spaß gemacht, auch mit Ute und Hartmut. Die fahren ja auch am Mittwoch. Wir fahren dann zum Kiko Park und haben weiter schönes Wetter, so wie der Wetterbericht eigentlich sagt. So. Heute waren wir schon waschen, also eine Waschmaschine, 2 Waschmaschinen haben wir schon gemacht. Wäsche trocknet schon. Boah. Ansonsten ist das tödliche Langeweile. Oh. Nee, ist schon toll. Wir sehen uns. Das soll es erstmal gewesen sein mit Vorstellung, Platz und die Anfahrt. Es wird aber noch einen zweiten kurzen Bericht zu Mazaron geben. Wir hoffen, es war wieder informativ für euch und dass er dabei bleibt. Und darum bis zum nächsten Mal wieder ein freundliches Tschüss.